Hallöchen, liebe Freunde von privaten Zwischenfällen. Leicht verspätet und doch ist sie jetzt da. Unser Wochenrückblick auf SAO Alicization, die neueste Folge mit eurem lieben Metzel. Ich will auch gar keine Zeit verlieren und direkt in die Folge einsteigen. Aber vorher wie üblich unsere beiden Regeln. Erstens, massive Spoilerwarnung für SAO Alicization Folge 17. Ich werde über den Inhalt der Folge reden, werde meine Gedanken dazu preisgeben, ungefragt wie üblich, und allgemein erzählen, was in der Folge so passiert ist. Wenn ihr das nicht hören wollt, bitte das Video jetzt wegklicken, wäre schade für mich, aber gut für euer Spoilerbewusstsein. Und Regel Nummer 2, ich habe weiterhin keinerlei Vorwissen, was passiert in SAO Alicization. Bitte die Kommentarfunktion dementsprechend auch spoilerfrei halten. Und jetzt schauen wir doch direkt einmal, was diese Woche so alles passiert ist. Ja, Folge 17, Waffenstillstandsabkommen, beginnt erstmal mit einer fetten Warnung, dass der folgende Inhalt nur für Erwachsene zugelassen sei. Wir erinnern uns dran, als wir das letzte Mal hatten, hatten wir leicht sexuelle Anspielungen. Ob das nun der Fall sein würde, ich wage es zu bezweifeln oder wagte es vielmehr. Denn wir setzen genau da ein, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Kirito und Alice sind nun mal aus dem Turm geschleudert worden. Und wir hatten ja letzte Woche schon drüber philosophiert, was könnte alles passiert sein. Einige von euch waren auch der Meinung, ja, hier, entweder Flugdrache oder wirklich unten in der Pfütze. Aber nein, Kirito hat es wirklich geschafft, sich mit seinem Schwert in einer Mauerspalte festzuhalten und auch Alice noch festzuhalten. Und so hängen die beiden nun am Turm der Axiomkirche ein bisschen rum. Ja. Die gute Alice schämt sich natürlich tierisch, dass sie von einem Sünder gerettet wird. Das will sie einfach nicht. Und Kirito beschimpft sie einfach andauernd. Sie sei ein totaler Idiot oder eine Idiotin. Denn wenn sie jetzt sterben würde, würde Yujiro einfach die Kathedrale hochmarschieren zur Hohen Priesterin. Das müsste sie doch verhindern. Sie ist doch schließlich eine Integrationsrätin. Deshalb müsste sie leben. Alice versteht aber nicht so ganz, warum die beiden das jetzt machen eigentlich. Kirito sagt hier, die beiden wollen die Axiomkirche einfach vernichten quasi. Oder was heißt die Axiomkirche vernichten? Sie wollen einfach den Fehler im System ausmerzen, nämlich Admin selber. Und wenn sie jetzt aber Alice dafür plätten, sie wollen gleichzeitig das Menschenreich vor der Invasion des Finsterreiches bewahren. Und wenn sie jetzt so einen starken Integrationsritter einfach sterben lassen würden, wäre das sehr schlecht für die Kampfkraft. Alice fragt Kirito dann, warum sie dann das absolute oberste Tabu des Tabu-Index gebrochen hätten, nämlich das Blutvergießen. Und Kirito sagt ganz einfach, sie hätten Raios und Humbert angegriffen, weil die Axiomkirche und der Tabu-Index einfach falsch sind. Denn wenn dieser Tabu-Index es nicht verbietet, dass diese, Entschuldigung jetzt, Drecksschweine vom Hochadel mit einfachen Menschen einfach machen können, was sie wollen, was bitteschön ist an diesem Index dann gerecht? Das konnten sie nicht zulassen, deshalb haben sie eingegriffen. So, Kirito kann aber allmählich nicht mehr und zieht alles hoch, bittet sie, sich selbst festzumachen. Sie rammt ihr Schwert selbst in eine Mauerspalte rein, dem entfällt Kirito, wird aber von Alice aufgefangen und sie hebt ihn so ganz gechillt hoch neben sich, so da, ramm selbst rein. Und dann hängen die beiden nebeneinander einfach mal so am Turm der Axiomkirche ab. Sie hat jetzt ihre Schuld beglichen. Gut, sie diskutieren dann ein bisschen darüber, was können wir jetzt eigentlich machen? Ja, wir haben drei Möglichkeiten. Entweder runter, hoch oder voll durch die Mauer. Alice sagt darauf, durch die Mauer wird schwierig, denn die Außenmauer hat praktisch eine unendliche Lebenserwartung und ist darüber hinaus mit einem sehr starken Regenerationsskill versehen. Wenn die Außenmauer eine fast unendliche Haltbarkeit hat, dann überlegt mal, wie stark der Energie, die Druckwelle, dieser Blast aus der letzten Folge sein musste, als Alices Duftblüten gegen Kiritos Dämonenbaum geprallt sind und die Mauer gesprengt haben. Also das muss schon ganz schön Bums gehabt haben. Auf jeden Fall, diese Möglichkeit fällt aus. Runterklettern ist auch kontraproduktiv, aber Alice erwähnt, dass im 95. Stockwerk es eine offene Terrasse gäbe, nämlich der sogenannte Wachturm des Morgensterns, der nur durch ein paar Säulen gehalten würde. Ein paar Säulen, ne, ein paar. Aber man da auf jeden Fall in den Turm käme. Ihren Drachen zu rufen ging auch nicht, denn Drachen, Vögel und so weiter dürften nicht über das 30. Stockwerk hoch. Das heißt, sie sind ein bisschen auf sich allein gestellt. Selbst der Drache von dem alten Knacker, wie sie so schön sagt, dürfte nicht höher fliegen. Gut,
Also müssen die beiden mit dem Aufstieg beginnen, das macht Kirito auch, denn er erzeugt eine Eisenstange mit einem Systemcall, rammt sie in die Mauerspalte, hockt sich auf die Eisenstange, generiert die nächste, rammt sie in die nächst höher gelegene Mauerspalte und klettert so hoch. Und sagt Alice, mach das doch auch. Ja, bevor die beiden das gemacht haben, hat Alice noch ihren Handschuh in eine Kette verwandelt und die beiden haben es miteinander verbunden, so ein bisschen bergsteinmäßig. Aber jetzt hängt Alice da an ihrem Schwert, total verlegen, ein bisschen ängstlich und sagt, ja, könnte sie zwar kräftemäßig, aber sie ist zum ersten Mal mit so einer Situation konfrontiert. Sie ist ein bisschen, ich sag mal, ängstlich, sie hat Angst. Kirito sagt, okay, kein Problem, pass auf, ich zieh dich hoch bis auf die Eisenstange unter mir, da gehst du dann drauf, dann kletterst du höher und so weiter. Und so machen sich die beiden tatsächlich an den Aufstieg nun zum 95. Stockwerk. Dann gibt es tatsächlich mal wieder einen Sprung in die reale Welt. Wir sehen mal wieder die gute Asuna zusammen, wie sie mit Professor Kojiro, nämlich der guten Frau, die ja mit Akiko Kayaba zusammen war, am Frühstückstisch sitzt. Sie entdecken in der Ferne ein Schiff, was nicht unbedingt nach einem Fischkutter aussieht. Und ein Mitarbeiter der Ocean Turtle sagt, ja, das ist hier ein Gleitschiff. Und das dreht auch plötzlich ab, woraufhin er direkt mit Kikuoka telefoniert und sagt, hier, was soll das? Das soll doch eigentlich bis morgen Mittag 12 Uhr hier vor Anker liegen. Und darauf ruft ihn die Arbeit. Also irgendwas scheint da dann im Boote zu sein. Das können wir aber nicht genauer ergründen, denn wir befinden uns bereits schon wieder in Underworld. Mittlerweile ist Kirito so lange geklettert, dass die Sonne untergeht und auch so weit erschöpft, dass er keine Eisenstangen mehr produzieren kann. So. Alice sagt, ja, sie müsste jetzt ungefähr beim 85. Stockwerk sein. Und Kirito sagt auch, wenn es jetzt dunkel wird, dann wird es viel zu gefährlich, weiter zu klettern. Und dann deckt er über sich ein kleines Podest mit ein paar Statuen und denkt, wunderbar, dahin können wir und uns ausruhen. Das sind auch ungefähr 2 Stangen. Daraufhin tut Alice ihren 2. Handschuh zu 2 Stangen umformen und gibt sie Kirito. Und als er eine Weile hochklettert ist, sieht er, dass diese Statuen extrem hässliche Dämonen sind irgendwie. Dämonenstatuen. Denkt sich so, boah, also dieser Steinmetz hat echt einen miserablen Geschmack. In diesem Moment verwandeln sich diese Kreaturen, die da über ihm sitzen, in tatsächliche Monster und fangen an, Kirito und Alice anzugreifen. Alice immer noch total paralysiert auf ihrer kleinen Eisenstange. Kirito versucht sein Bestes, die Viecher abzuwehren, aber es hilft nichts. Und so sagt er Alice, hier, jetzt halt dich fest. Ich werde mich später so oft entschuldigen, wie du willst, aber jetzt lass mich erstmal machen. Er zerrt an der Kette, schwingt Alice damit über sich auf das Podest. Sie, total in Panik, so, ist schon schön, dass dieser mega starke Integrationsritter dann eben schreit wie das junge Mädchen, was sie nun mal ist. Auf jeden Fall stolpert er durch Kirito, gerät selber in die Kette. Alice zieht ihn hoch, lässt ihn schön gegen den Integrationsturm knallen, gegen die Central Cathedral. Und sie hocken nun beide auf diesem Podest. So. Und Alice sagt, das kann nicht sein, das hier sind Kreaturen aus dem Dark Territory. Und die kenne ich. Das würde von den, jetzt lass mich kurz gucken. Von den Finsterpriestern, nämlich des Dark Territory. Die würden ihre Diener aus Erdklumpen formen. Also einfach nur willenlose Sklaven ohne Seelen. Diese können sie immer wieder kopieren. Diese würden sie natürlich Minions nennen. Ne? Ganz einfallsreich. Auf jeden Fall sagt Kirito noch, hier pass auf, da kommen 2 auf dich zu, ich nehme hier den 3. Alice meint aber, für wen hältst du mich eigentlich? Sie schlägt einmal mit ihrem Schwert zu und daraufhin zerstückeln 2 dieser Kreaturen einfach in ihre Einzelteile. Das ist wahrscheinlich dann der Grund, warum am Anfang kam, Achtung, der Inhalt dieser Folge ist nur was für Erwachsene. Also diesmal geht es ein bisschen mehr ums Blutvergießen, anstatt um, naja, vielleicht auch wegen dem Rückblick mal auf diese Vergewaltigungsszene, wer weiß. Auf jeden Fall, Kirito kämpft auch mit dem anderen. Alice meint so, soll ich dir vielleicht helfen? So, pff, geh fort. Er macht seine 4er-Kombo, die man Zeit-SAO von ihm kennt. Und auch dieses Vieh zerstückelt. Sie meint, boah, hier, das kannst du ja richtig gut. Es sieht ein bisschen komisch aus. Auf dem Sommerfest unten in der Stadt würdest du bestimmt einen Haufen Zuschauer damit bekommen. Kirito sagt, sag mal, warst du überhaupt schon mal auf diesem Sommerfest? Denn als wir damals mit der Schwertkämpfer-Gilde da waren, war vom Hochadel kaum einer da. Alice meint, vergleich mich doch nicht mit diesen Pappnasen vom Hochadel. Natürlich war es schon mal da. In dem Moment knickt sie aber ein, hält sich kurz den Kopf. Sie scheint sich an was zu erinnern, aber dann schlägt gerade wieder dieser Kontrollpylon in ihr aus. Denkt sich, nee, ich kann da ja gar nicht gewesen sein, denn uns Integrationsrettern ist es verboten, außerhalb der Mission, zum Volk hinabzusteigen. Sie muss also von irgendwelchen Mönchen gehört haben, dass es da ganz schön wäre oder sowas. Naja,
wenn sie meint. Aber auf jeden Fall, die beiden werden sich dann garantiert jetzt erstmal da ausruhen. Wir sehen nämlich dann kurzzeitig den guten Yujiro, wie er innen drin im Turm schön die Treppe hochstapft. Denkt sich doch so, also seit ich Kirito vor 2 Jahren getroffen habe, ich merke mir, der ist jetzt schon 2 Jahre in dieser Welt. Seitdem waren wir immer zu zweit. Es ist eigentlich das erste Mal, dass ich alleine unterwegs bin, so richtig. Und ich kann mir auf, aber Yujiro denkt sich dann, dass Kirito und Alice garantiert den Turm von außen besteigen. Also muss er auch weiter hoch. Und kommt in den 90. Stock. Und dort öffnet er die nächste Tür zum nächsten Raid-Boss, wie ich es so schön nenne. Denn die Central Cathedral ist für mich ein riesiger Raid. Und betritt ein Dampfbad. Oder vielmehr einfach nur ein Bad. Ja, wunderschön. Und in diesem Bad trifft er natürlich auch den nächsten Integrationsritter, der da gerade sein Bad nimmt. Und das ist niemand anderes vom Aussehen her als Broccoli, Broccoli Synthesis One. Also unser erster Integrationsritter. Der Held, der damals das Rosenschwert benutzte, um gegen den Drachen zu kämpfen. Ja, das und damit ist die Folge beendet. Also ich bin erstaunt wirklich, dass er jetzt auftritt. Ich habe eigentlich so gedacht, was man bisher gehört hatte, dass er vielleicht schon gestorben wäre. Aber er ist tatsächlich noch da. Er beschwert sich noch hier. Lass mir noch mal kurz eine Minute. Ich hatte gerade einen langen Ritt hinter mir. Er ist aber doch fest entschlossen, gegen Yujiro zu kämpfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Yujiro in diesem Kampf sein Rosenschwert benutzen kann, was der nun einmal dem Broccoli gehört hatte, um seine Erinnerungen wachzurufen und dadurch vielleicht den Kampf zu beenden, beziehungsweise den Ritter auf seine Seite zu ziehen. Vielleicht sogar, dass er seinen eigenen Cardinal-Dolch benutzt, um ihn zu Cardinal zu befördern, dass sie aus ihm wieder einen vernünftig denkenden Menschen machen und keinen komischen Integrationsritter mehr. Ja, hochfaszinierend. Ich war am Anfang ganz ehrlich gesagt ein bisschen besorgt, als da kam, von wegen diese Folge ist für Erwachsene gedacht. Aber, ja, war eigentlich nichts dramatisch diesmal. Was meint ihr? Habt ihr die Folge gesehen? Beziehungsweise, was sind eure Vermutungen? Wie könnte jetzt der Kampf zwischen Yujiro und Broccoli ausgehen? Wie könnte der ablaufen? Wird vielleicht sogar Kirito doch irgendwie hinzukommen, indem sie erst hochrennen in den 95. Stock und vielleicht wieder runterrennen? Aber Alice hat ja gesagt, sobald sie diesen Turm betreten, werden sie wieder Feinde sein. Also hier außen haben sie ihren Waffenstillstand, aber sobald sie drin sind, wird sie Kirito töten. Ah genau, wo wir gerade von Kirito töten sagen, nachdem die beiden die Monster draußen besiegt hatten, hat Kirito ein bisschen Blut von den Minions hier gehabt und Alice sagt noch schön, hier, das ist übrigens ziemlich infektiös, bitte wisch das weg. Kirito will das männerüblich natürlich mit seinem Ärmel machen und Alice kriegt einen halben Anfall auf dem Podest. Das war, Männer sind echt furchtbar. Hast du nicht mal ein Stofftuch oder so dabei? Hier, nimm jetzt meins. Gib ihm ihr Taschentuch, so auf die Art und sagt, oh, bevor ich dich töte, gibst du es mir sauber zurück. Fand ich eine sehr lustige Szene in diesem Abschnitt der Geschichte. Also, was sind eure Meinungen zu dieser Folge? Ich fand sie wieder sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt erneut verspätet ist. Jetzt am Wochenende wird es vielleicht auch wieder 1-2 Tage später, da einiges ansteht. Karneval steht ja jetzt vor der Tür quasi und bei uns sind die ersten Fastnachtssitzungen. Dementsprechend werde ich Samstagabend lang unterwegs sein, werde am Samstagabend wahrscheinlich nicht mein Review schaffen. Also dann, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, euer Metzel. Macht's gut.